Hausmeister, du stehst im Weg. Aber erstmal will ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Team Hospital. Wollen wir mal hier anfangen, einen kleinen Personalraum noch hinzubauen, dass die Leute jetzt nicht so weit haben. Dass sie nicht extra nach unten laufen müssen, wenn sie sich ja, ausruhen möchten. Da werde ich noch ein ganz kleines Klo daneben bauen. Und der Hausmeister steht wieder einmal im Weg. Ich baue noch eine Toilette hier hin. Dann geht das schon. Dann bauen wir noch einen Heizkörper hin. Hier noch einen Heizkörper hin. Noch einen Heizkörper, ein paar Mülleimer und Feuerlöscher. Weil die Entsorgung mit der Bahn hier hin. Dann passt das schon. Also mein Erdbeben ist halt immer lästig. Ach, jetzt kann man den Computer bauen. Kann ich mir nicht leisten, dass wir, naja. Dann kaufen wir halt erstmal nur einen Computer. Ein paar neue Leute bekommen hier. Das sind alles nur solche nutzlosen Ärzte. So, jetzt noch einen kleinen Kredit auf. Das heißt, einen kleinen. Damit wir dann die Entsorgung wieder baden können. Und es steht wieder mal ein Hausmaus im Weg. Ich weiß nicht, die Hausmeister machen das irgendwie gerne, dass sie sich einen Weg hinstellen, oder? Kommt mir das nur so vor. Ich wollte eigentlich noch was rein, weil ich habe kein Geld mehr. Naja. Jetzt. So, wir mal Pause machen, gleich sehen, was hier ist. Gleich einen Auftrag geben, alles zu reparieren hier. Die reparieren zwar auch selber natürlich, klar, aber ich gebe hier den Befehl trotzdem nochmal, damit die auch wirklich das machen, dass sie dann lieber sagen, ach komm, ich gieße lieber die Blümchen erstmal durch, mache den Müll erstmal leer, statt dass die erstmal erst ein Gerät kaputt geht, erstmal das Gerät reparieren. Ja, die Hitze, die Kälte. Der Boiler ist doch jedes Mal kaputt. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ich will dich haben. Mach den, ich brauch Geld. Ich will dich einstellen. Doktor, in den Scannerraum bitte.
uns auf noch einer als Forscher arbeiten. Ein 8 bitte in den Ultraschall. Dein Chirurg in die UI-8. Ein 8 bitte in die Stützenabteilung. Nein, ich will keinen Kredit aufnehmen, ich will den Kredit zurückbezahlen eigentlich. Ein Arzt in die Allgemeine. Doktor in die Psychiatrie, bitte. In die Allgemeine Medizin. Ein Arzt bitte zur Allgemeine, bitte dringend in die Kardioabteilung. Doktor. Der VIP ist aber lange bei uns. Durch oder Minus. Braucht mir Ding noch wieder Notfall. Bonus bekommen. Und Kredit zurückgezahlt. So. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Eine Stelle auf die Station, bitte. Ich warte hinten noch einen ganz kleinen Personalraum hin hier. Da hinten brauche ich dann noch ein Klo hin. Bitte in den. Ich brauche erstmal hier ein Klo hin. Die nervt einfach. 11 Personen, weniger Patienten. Wichtige gut. Durchsage. Wichtige Patienten treffen ein. So, dass ich zusätzlich noch den Personalraum hinbaue. Gucken. 0 Platz. 1, 2, 3. Mach's mal so. Heizkörper hier rein. Feuerlöscher. Und noch eine Pflanze. Und das genügt. Ach, vielleicht wäre noch ein Klo da hinten nicht schlecht. Aha. 2015 Ruf plus, ah. Das ist gut, das ist gut. Au. Oh. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das. Das auch. Genau, das hatten wir alles gebaut. Ein Zwischengebiet kaufe ich noch, aber ich werde hier nichts drauf bauen jetzt unbedingt. Das soll dann einfach nur halt zum Durchgehen. So, du kannst hier das machen, kannst überall rumlaufen. Den hier werde ich nur einfach noch Müllarm und sowas hinfahren. Das war's.
Das nutzt das als Durchgang gedacht, dass die Leute nicht immer einen Umweg laufen müssen. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. So. Warum sterben die armen Leute eigentlich immer? Oh mein Gott! 15 Ablebensfälle bis jetzt! Sind das noch unfähige Mitarbeiter? Ein Notfall! Beeilung, Beeilung, Beeilung! Ein Arzt ist befördert und ist jetzt Forscher. In die Allgemeinmedizin. Wenn wir schon dabei sind. Das habe ich ja gut mit Geld für dieses eine Gerät. Lauf nicht so weit weg. Jetzt kann ich den Atomanalyser hier hinbauen noch. So, jetzt können die wieder hier rein, können wieder ihre Arbeit machen. Jetzt eigentlich noch ein Allgemeinmedizin zu fahren. Ja, eigentlich schon. Ein Arzt in den Heritage-Komplex. Ich sage, die baue ich hier hin. Ah, die baue ich hier in Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ich baue eine Allgemeinmedizin, mache ich ein bisschen länger. Und sieht albern aus. Nein, sieht doof aus. Den Gang nicht so groß, aber ich könnte es auch so machen. Mache ich den Rahmen so. Ach, dieses blöde Erdbeben. Dann verrutscht man, wenn man was bauen will. Diese Erdbeben, die gehen mir ehrlich gesagt so von auf die Nerven. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Irgendwie ein bisschen übertrieben, finde ich. Na gut, spielt halt in Amerika, klar. Wo das auch mal ist mit Erdbeben. Da muss das nicht so viel sein. Muss das so übertrieben werden mit den Erdbeben. Oh, ich hält dagegen, dass ich nicht umfalle. Oh! Nein! Och, leck mich doch am Ärmel. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Na, wir müssen nur OP bauen, wir müssen nur zwei Leute da rein, weil das Ding kaputt ist. Diesmal speichere ich erstmal ab. 11:36 abgespeichert, das war vor 10 Minuten, naja. Muss mal eine neue OP bauen, kann ich da nicht ändern. Ach, das ist ärgerlich. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Eine Schwester bitte in die Poliklinik. Doktor in die Psychiatrie bitte. Ach, die kriegen nichts weiter rein. So, Schluss. Oh, die Elektrolyse ist auch kaputt. Nee, die zwei Dinger kann ich nicht kaputt haben. Da Elektrolyse ist kaputt, diese ist die kaputt. Ach, das ist doch wirklich. Also das mit Erdbeeren, das ist wirklich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ich kann ja nicht immer nur auf der Stufe 1 lassen oder auf der normalen Stufe. Ob ja, alle paar Minuten, alle paar Sekunden. Die Hausmaschine steht, dass die das reparieren sollen.
Weil das nervt dann ehrlich gesagt. Nicht, dass dann das Ding dann auch das Erdbeben übersteht. Ich meine, da stelle ich halt noch einen ein, der halt überall hingeht, der nur für die Reparatur zuständig ist. So, halt noch einer, so, nur Reparatur. Ach, das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich schön, sowas von ärgerlich jetzt. Leider. Ein Arm in die Allgemeine. Ein Arm bitte in den Blutmaschinenraum. So, bang, bang. Jetzt kommen wir einmal. Jetzt kommen wir noch ein paar Blümchen. Ja, das hatte ich ja noch nicht gebaut, klar. Doktor, in den Scannerraum bitte. So, es hat gleich abgespeichert. Und so. Geht bitte kurz raus, ich möchte wenigstens den Computer reinbauen. Wenigstens das sollte da sein. Dürfte wieder rein. Ein Arm bitte in den Blutmaschinenraum. So. Ja, ich denke mal, das mit dem, dass der Raum explodiert, wenn das, das nicht richtig repariert wird. Oder halt vor allen Dingen, manchmal ist die Frage, wie stark ist das Erdbeben? Selbst wenn es jetzt ganz leicht kaputt ist, kann es sein, dass das Erdbeben zu stark ist und dann, bumm, explodiert das Ding trotzdem manchmal. Oder hier machen sie eine falsche, ja, Durchführung mit dem Ding, dass es kaputt geht. Zu sehr Schaden nimmt, sage ich mal. Das kann auch immer alles passieren. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Und unser geliebtes Erdbeben kommt zurück. Schicken sie mal gleich hin, dass die reparieren sollen, dass sie vielleicht dann auf dem Weg dorthin sind. Und dann auch, wenn das jetzt mehr kaputt ist,
dass er trotzdem schon auf dem Weg zumindest hin sagen, komm, ich will jetzt reparieren, ich soll jetzt reparieren. Na, haben wir eben gespeichert. So wie hier beispielsweise sind sie übrigens auf dem Weg hingegangen. Gut, ich soll reparieren. Na, ich frage wenigstens noch diesen Zeug und wieder zum dritten Mal. Ja, Warnung. Boiler ist zu warm, Boiler ist zu kalt. Erdbeben. Feuersbrunst. Tornado. Alienangriff. Alles. So, ich das mal ein bisschen durchlaufen lassen hier. Ja. Er will eine Entsorgung haben, ich weiß. Ich mache es auch trotzdem keine Entsorgung. Also kommt hier der Perserraum hin, ist mir wichtiger jetzt. Ach, diese Erdbeben. Schau, dass wir das nicht abstellen können. Diese nervigen Erdbeben. Das ist halt so eine Spielmechanik, die muss halt, weiß ich schon, was sein. Warte lieber, ist das Jahr rum, ist dein Bad in den Zürchen. Jetzt wird der Mensch da weg sein, dieser Patient, aber da kann es nicht ändern. So, ist er da repariert? Fast. Doktor in die Psychiatrie, bitte. So, ich würde jetzt sagen, diese Folge. Willkommen zu einer Folge Let's Repair the Hospital. Was anderes ist im Moment nicht. Neuaufbauen, reparieren, Neuaufbauen, reparieren. Und die wenigen Patienten, die wir auch schon zum dritten Mal haben. Ich würde auch sagen, diese Folge passt auch und täglich grüßt das Murmeltier. So, diesmal speichern wir ab. So. So, jetzt können wir uns das leisten, das nächste Mal hier in solcher locker leisten. Auch zum dritten Mal. Abteilung, bitte.
Na, der kann auch überhin laufen, der Hausmeister. So. Was soll ich immer die ganzen Leute hier umbringen? Scheint diese böse Schwester zu sein. Und jeder hat guten Fähigkeitslevel. Na, wollen wir erstmal noch unser Atomisierer-Bahn, wie dieses Gerät heißt. Analyse. Warnung. Ja, du darfst auch als Forscher tätig sein. Die Forschung muss vorangetrieben werden. In die Allgemeinmedizin. So, du brauchst eine Gangwache, lieber Hausmeister. Das ist der Durchgang, der geschaffen wurde. Ein Arm in die Allgemeinmedizin. Doktor. Bitte dringend in die Kardioabteilung. Eine Schwester, bitte in die Polygreife, mein Dir. Er ist gestorben. Ist das eine volle unfähige Schwester oder sind die Medikamente nicht gut genug im Moment? Kann es wirklich sein, dass unbedingt die Medikamentenforschung und die Verbesserung wirklich vorangetrieben wird? Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ich meine, es arbeiten schon drei Leute. Das ist schon verbessert hier. Geht, damit es schneller geht. Doktor, in den Scannerraum bitte. Ein Arzt.
Och Mensch. Wieso muss jetzt schon wieder die Kälte sein? Entweder ist die Kälte oder Hitze, weil der Boiler kaputt ist. Ist der Boiler aus den letzten Jahrtausend oder jetzt in der 100 oder? Ich weiß nicht. Geliebtes Erdbeben ist wieder da. Das ist noch nichts, was jetzt unbedingt gleich auseinanderfällt. Aber trotzdem schicken wir doch schon mal Leute hin. Dass sie zumindest schon mal auf dem Weg sind. Schön. Wie eben war es noch kein Schaden, jetzt sieht man schon wieder Schaden hier bei dem Ding hier. Mit dem Tisch. Das ist einfach eine Qual mit diesem Erdbeben. Das hätten sie sich auch sparen können, da hätten sie wenigstens abschwächen können. Alter, hier das Ding, wie viel Schaden es gemacht hat, ist schon fast halb kaputt jetzt, obwohl es eben noch ganz war, das Teil. Wenn die Dinger dann, wenn Pech hat, dann sag ich mal, zu kaputt sind, oder sind vielleicht schon noch halb ganz und dann kommt so ein Erdbeben, wumm, geht alles kaputt. Wie jetzt in dem Fall ist dieses Scheißding da hinten auch schon wieder kaputt. Das ist wieder ein Fehler. Na gut, dass ich eben gespeichert habe. Ach ne, jetzt ist der Fehler von Corsix wieder. Muss ich doch kurz beenden. Denn jetzt ist das ganze Programm wieder noch zu sehr abgestürzt zu den Erdbeben. Ach Gott. Ich meine, das ist schon ein bisschen belastend, das Ganze. Jetzt will ich wieder starten und das Programm startet nicht. Es reagiert nicht. Ja, abbrechen. Probieren wir es nochmal. Ich habe Ton, aber ich sehe nichts und es ist wieder abgestürzt. Na, ich probiere es nochmal als Test Nummer 3. Ich glaube, es wird abgestürzt. Ja. Aber versuch es noch, sonst werde ich es sein lassen. Na, vielleicht darf ich ja das Intro jetzt noch nicht überspringen, ich weiß es nicht. Na gut, vielleicht wäre es ja ohne Corsix nicht so, dass es jetzt rumspinnen würde, kann ja auch sein. Na, ich bin wieder rum. Na, ich werde die Folge jetzt beenden. Wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, trotz dieser Pannen und Fehler, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet, teilt, kommentiert, meinen Kanal auch abonniert, mir bei Twitter und Facebook folgt und euch nicht so wie der Dungeon Keeper in dem Video, wenn ihr das noch sehen solltet, sich euch den Kopf halten, denkt euch, ach Gott, meine Güte. Genau das denke ich nämlich auch. Also, macht's.